gar nicht so verkehrt, ne? Ja. Oder? Brauchst du jetzt auch nicht, aber das hier für dich. Müssen wir ändern. Ich hab ja was vor damit. Hosch Geldenis bei Kfz Plötzlich, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze hier in einem E46 Cabrio 325 CI. Wir haben auch ein super Wetter, passt zum Cabrio. Ich würde es auch gerne aufmachen, werde ich gleich auch bestimmt tun. Aber ihr hört mich da bestimmt nicht. Ich hatte den ja von Hannover abgeholt. Bei dem letzten Video hatten wir ja das Problem gehabt, das Auto hat extrem viel Öl verloren. Also wer das Video nicht angeschaut hat, sollte das tun, weil ihr glaubt nicht, wo der Öl verloren. Unglaublich. Ich fahre jetzt zum ersten Mal so ein bisschen aus. Also wir haben hier einen E46 325 CI. Das ist der M54 B25 und hat 252.000 gelaufen. Alles ist noch original. Also da wurde noch nichts gemacht. Die Kette und so weiter. Also ist ja M54 sehr, sehr robuste Motoren, muss man sagen. Aber was uns natürlich interessiert, bei 252.000, die haben ja 192 PS Serie, irgendwas mit 230 Newton. Also wir werden hier noch ein Kit verbauen. Was es ist, sage ich euch noch. Und da wird er natürlich ein bisschen mehr Leistung bekommen. Aber wir wollen natürlich wissen, wie viel PS der jetzt hat. Nicht, dass ich irgendwie geil werde bei der Leistungsmessung. Ja, doch, ein bisschen schon. Habe schon lange nicht mehr gemessen. Ist, glaube ich, schon 2 Monate her. Ich habe schon entzucht so langsam. Wir haben so ein geiles Wetter. Sorry, jetzt muss ich aber einmal Cabrio aufmachen. E46 Cabrio ist mein Traumauto. Ja, schließt alles schön. Sehr schön. Tritt mal auch hoch. Aber eins muss ich sagen. Wir haben ja gesehen, wie der Auspuff geschweißt wurde, war nicht gut. Ja, ist aber nicht schlimm. Ich normalerweise, ihr kennt das beim E46, der hat 2 Cuts, dann hat er nochmal einen vorderen Mittelschalldämpfer, dann hat er einen mittleren Mittelschalldämpfer und dann kommt der Endschalldämpfer. Und da einen Sound zu bekommen später, ist eigentlich so gut wie unmöglich, muss man echt sagen. Die haben nur eine Endhoff gewechselt und das Ding hat einen Sound, das ist unglaublich. Könnt ihr mal. Achtet mal. Geil. Scheiße, warum habe ich meine Brille vergessen? Achtet mal den Sound. Was für Sound das Ding hat, ey. Also ganz ehrlich, egal wie der Auspuff aussieht, wenn ich danach so einen Sound bekomme, bei einem N54, würde ich gar nicht meckern. Berlin, Windstärke 5, das Haar sitzt, 3 Wettertaff. Ich habe ja das gleiche Auto als M3, das ist natürlich gar nicht zu vergleichen, klar. Da habt ihr nochmal Leistung, aber ich muss sagen, ich liebe einfach Cabrio E46. Ehrlich, es ist einfach absolut mein Traumauto. Es ist so ein geiles Auto. Für mich einfach zeitlos, dieses Auto. New York, 30 Grad. Die Sonne brennt. Das Haar bleibt geschützt. Da lässt sich auch schön fahren, muss man sagen. Hier! Habe ich dich beim Essen gestellt? Ja. Habt ihr Corny? Willst du Corny? Dankeschön. Geht's ja lieber. Braucht einer Corny? Ja. Geht ja nicht, ne? Bist du da fleißig am Programmieren? Nee, E-Mail schreiben. E-Mail schreiben, ja, das musst du auch machen. Und jetzt willst du messen, ne? Ja, ich habe ein wunderschönes Auto mitgebracht. Ja, pass auf, ich mach das Tor auf. Oh, was ist denn? Was hältst du eigentlich von diesen Race Chips? Das ist auch sehr, sehr interessant, ne? Was glaubst du, warum das da liegt? Guck mal, so ja, die Ecke an. Deswegen habe ich mir das schon gedacht. Wenn es gut wäre, würde es nicht hier liegen. Wahrscheinlich nicht. Weil, was für ein Diesel verbaut? Ich glaube, es war auch ein 3-Liter TDI. Was für Probleme hatte der gehabt? Das Hauptproblem und das ist auch der Nachteil bei den Boxen. Die steckt man ja nur in den Reldrucksensor und damit verfälscht du im Prinzip die Werte und er versucht dann den Druck aufrechtzuerhalten, weil diese Box sagt dem ja, der Reldruck ist zu gering und er bessert das nach und hebt den wieder an und nutzt die Adaption im Prinzip aus.
Ja, zum Teil ist der Raildruck dann so hoch, dass die Injektoren kaputt gehen. Nur über Raildruck Leistung rauszubekommen, das ist erstens nicht viel, was dabei rumkommt. Und wenn, dann muss man schon richtig den Druck anheben. Und durch den hohen Druck verschleißen die dann unglaublich schnell. Ja. Mit der Box hast du den gemessen gehabt? Wie PS der hatte? Jetzt genau in dem Fall weiß ich das nicht. Da war schon einige. Aber war da viel mehr PS? Bei den Dieseln, 3 Liter Diesel eigentlich nicht. Also bei mir ist es, die versprechen da ja unglaubliche Zahlen. Die werden aber noch nicht mal zum 20% der Fälle. Echt? Oder so. Also, ja, 20% ist ja okay. Ich meine, wenn die 50% Leistungssteigerung versprechen. 50%? Ja. Also wie sehr? Dann sind die noch nicht mal zu 20% erfüllt. Also das heißt, dann haben die vielleicht eine Steigerung von 10 PS und 15 Newtonmeter oder so. Also das merkt man natürlich schon, ja. Das ist auch sehr, sehr interessant. Das möchte ich irgendwann auch mal testen. Also wir wollen ja jetzt natürlich nicht schlecht reden, ne? Aber das Problem ist bei solchen Fällen ist Bequemlichkeit. Bestellen, einbauen, du hast mehr Leistung. Ja, aber mal völlig davon abgesehen, ob diese Box jetzt gut oder schlecht ist. Mhm. Mal angenommen, das ist die beste Methode, ein Auto zu tunen überhaupt, ja. Und die Leute bestellen sich das, bauen sich das selber ein, erstmal, so ist ja gut. Die Frage ist, wenn ich sag jetzt einfach mal, die meisten sind ja Laien, wenn man dann Laie ist, woher wollen die wissen, ob es jetzt auch richtig funktioniert? Ja. Nur weil sie es da dran gesteckt haben und weil die Box das Beste ist, was es auf dem Markt gibt, heißt es noch lange nicht, dass es in meinem Auto funktioniert. Ja. Ne? Es kann ja was an dem Auto sein, auch wenn es vorher total gut gefahren ist und rein keine Auffälligkeiten hatte. Also selbst dann ist das eine fragwürdige Methode aus meiner Sicht. Die werden das irgendwann testen. So. Ja, da habe ich auch noch ein paar mehr von, vielleicht habe ich schon ein paar ausgebaut. Vielleicht haben wir auch noch ein paar für dein Auto. Ja, Drama. Drama heißt Turbo kaputt? Erzähl. Der hat... Das ist ein Schadenfroh. Ja, der hat da irgendwo Ladeluftkühler, das war alles so ein bisschen undurchdacht. Hier wird eingebaut und da. Ach so, und da. Wurde modifiziert. Ja, dann irgendwo hat irgendjemand eine Software da drauf gemacht und es läuft gar nichts mehr richtig. Ja, das war Katastrophe. Das war so wild, dass ich gesagt habe, ich mach gar nichts. Einmal zum einen, um meine Nerven zu schützen, aber noch viel wilder, um das Portemonnaie vom Kunden zu schützen. Ja. Weil der hatte schon wieder das nächste vor, was wieder undurchdacht war und da wäre das nächste Geld weg gewesen. Ja. Und ich habe das dann in den Ohren, ja, das Auto läuft immer noch nicht und mir war vorher schon klar, dass das nicht laufen wird, trotz alledem. Ja. Und so, sowas finde ich natürlich immer. Muss man immer lieber sagen, nee. Schade, ne? Weil, ja, gibt's natürlich Motoren. Auch, aber... Ja, was willst du machen? So, mit dir, komm, lass mal ein bisschen drüber reden hier. Cabrio sogar. Das ist ein Cabrio, E46. Das ist mir gar nicht aufgefallen, habe das Video geguckt, aber das ist mir nie aufgefallen. Hast du geguckt, wo er Öl verloren hat? Ja. Hast du was schon erlebt? Ich habe kommentiert. Und in dem Vorspann hast du auch schon gesagt, sowas habe ich in 20 Jahren Ölwechsel noch nicht erlebt. Ja, und ja. Da wusste ich, dass bestimmt diese beschissene Dichtung. Ey, du glaubst gar nicht. Ich habe das schon mal gesehen, ja, auch. Wir können ja noch mal kontrollieren, ob da noch immer noch was geliert. Aber ich dachte, ich sehe nicht richtig, ne? Ja, die ist so trocken wie in der Wüste Gobi. Ja, also müsst ihr den unten noch mal gleich mal anschauen. Ich muss ja auch den Vorbesitzer ja auch schützen, auch die Werkstatt schützen. Die haben es eingebaut und du siehst ja, Servo-Behälter, du hast überhaupt keine Sicht da. Das hat ja genau hier rausgelaufen, nicht hier. Und das siehst du nicht sofort. Auch nicht alles so komplett schön sauber gemacht wie du. Ja. Weil dann hast du ja auch oft schwierig, weil einfach überall Öl ist. Und dann siehst du gar nicht mehr, wo ist jetzt was dazugekommen, oder? Weil es ist alles voll, ne? Ja, es ist halt auch nicht ganz so einfach, so die allereinfachsten Sachen zu finden. Das ist das Schwierige. Ne? Das ist das so. So, Mitke, wir haben hier einen M54 B25, den kennst du ja aus meinem Kompakt. Den kennen wir. Was hat der gelaufen? 252.000. Meine Frage ist, die wissen das ja schon. Die streuen ein bisschen runter. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, wie es beim Cabrio ist, weil Cabrio ist ja nochmal extra schwer. Es kann ja nochmal sein, dass die dann ein bisschen, also motortechnisch ein bisschen mehr verschlissen haben. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber... Aber was ich mir vorstellen kann, ich weiß nur gar nicht, wie das bei BMW ist. Es gibt zum Teil tatsächlich Autos, die beim Cabrio mit einer anderen Software ausgeliefert werden, wo die tatsächlich ein bisschen anders laufen. Aber das werden wir sehen, ja. Wir können das ja auch mal vergleichen mit deinem gleich. Meiner hat irgendwas mit 172 oder 74 PS. Perfekt. Man merkt, das machst du nicht zum ersten Mal. Perfekt. Ist ja super eingestellt. Echt? Ja. Ich hab das schon
Ich habe das 50 Mal schon gesehen, aber jedes Mal fasziniert mich das. Einfach nur geil. So, mit dir macht ihr auch solche Umbauten, oder so? Ladeluftkühler neu, die Verrohrung. Wow. Schön, also es ist alles so provisorisch, ne? Also es muss noch zusammengebaut werden. VR6 Turbo. So wie der Turbo aussieht, ist das ein GT35 Garrett Lader. Ach guck mal, der ist gar nicht fest, hier ist auch noch nicht fest. Wahnsinn. Schön, schön, schön. Die Felgen sind ja geil. Wenn ich sowas sehe, habe ich wieder Bock so auf den Turbo-Umbau. Habt ihr nur frisch gemacht, ne? Ich sehe schon die alten Teile da. Ja, das war ein Sauger umgebaut auf Turbo, ne? So, fest ist er jetzt erstmal. Lassen wir ihn noch kurz einrollen und dann können wir auch eigentlich schon messen. Ja, aber warte, bevor wir anfangen. Was sagst du, wie viel PS? Ach so. Ihr könnt natürlich alle mitmachen. Du hast gerade irgendwas schon mit 170 gesagt. Nein, das war meins. Nicht ganz so unwahrscheinlich, dass der hier im ähnlichen Bereich irgendwo liegen wird. Ich sag 179. Also ich hab dir ja gefallen. Ich muss sagen, der kommt echt gut. Mhm. Ich würde sagen 183 PS. Dann sag ich 179. Und mal schauen, was ihr sagt. Nicht nach vorne spulen hier. Zählt nicht. Können wir ja auch nicht. Ja, können wir auch nicht. Auf einmal schauen wir, das Ding hat 193 PS. Ehrlich gesagt, ungefähr erwarten, dass der ähnlich viel macht wie deiner, ja. Wir werden es gleich sehen. Den besten Vergleich hat man halt, wenn die technisch auf einem Stand sind. Also wenn, das wissen wir jetzt nicht 100%, weil bei so einem Auto, was da irgendwie 250.000 gelaufen hat, da kann immer irgendwo noch ein Mangel versteckt sein, wovon wir noch nichts erahnen. Und es reicht ein Unterdruckschlauch, wenn er irgendwo Unterdruckschlauch hat. Ja, kriegt er ein bisschen Falschluft, läuft genau. Da ein paar Klammern da nicht richtig und zack. Genau. Wir messen mit dem fünften, ne? Genau, das wollte also ich gerade sagen. Vierte machen wir gar nicht, direkt fünften. Wir haben uns jetzt einfach entschieden, dass wir den Vergleich einfach im fünften Gang machen. Es gab da ja mal irgendwie so eine Diskussion. Und die Ergebnisse, wir hatten das ja bei deinem schon, die waren dicht beieinander, aber im fünften war immer ein bisschen höher, ne? Deshalb gewinnst du auch wahrscheinlich dann, ja? So, machen wir das Gebläse an und guck mal, jetzt heute hier mit. Ja, ich liebe das. Meistens. So, jetzt wird's laut. Jetzt messen wir den. Ist das schon mal gar nicht so verkehrt, ne? Ja. Oder? Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, deine sah auch so ein bisschen, das ist glaube ich für die normal. Öffnen wir mal und das wird ja wahrscheinlich der erste Lauf gewesen sein. Das war 9.12.2021. Wir haben aber eine, zwei Läufe nur gehabt. So schwer darf das doch gar nicht sein, das zu finden.
11.08.21. Ordner hat 10 Minuten gebraucht, bis es öffnet. Ey, guck mal, das sind einige, ne? Ich weiß. Also 40 Messungen oder so. Ja, das ist ja, Wahnsinn. 175. Ich hätte 175. Guck mal, aber was man sieht, ja. Also das, der läuft ganz anders wie deiner, ne? Guck mal, bei deinem war es so, der hat hier ein höheres Drehmoment. Die rote Linie und die blaue ist jetzt von dem Fahrzeug, also von dem Cabrio. Und diese, was ist es hier, grau und grün, genau. Oder türkis oder wie auch immer man das nennen will, das ist deiner. Und jetzt kannst du hier sehen, das ist die Drehmomentkurve. Also das ist im Prinzip die Kraft, die der produziert und hier die Leistung. Ja, viele denken ja immer oder machen es mit Leistung, also können wir es auch mit der Leistung erklären. Er hat halt hier im unteren Drehzahlbereich hatte deiner mehr Leistung. Und guck mal hier, ab 4600 Umdrehungen wird dann das Cabrio stärker. Siehst du das? Und deiner ist ab hier schwächer geworden. Also zwei völlig verschiedene Messungen, gleicher Motor. Also aber jetzt die Frage nur, haben wir damals mit dem vierten gemessen oder mit dem fünften? Oder? Vierte, da definitiv. Genau, da haben wir mit dem vierten gemessen. Deswegen können wir das jetzt nicht so 1:1. Das, also jetzt die Höhe der Werte, also die beiden Werte hier, die können wir dann jetzt vielleicht nicht zu genau nehmen genau. Im Vergleich, weil bei deiner Messung werden dann vielleicht auch 179 rausgekommen oder so. Aber was man auf jeden Fall als Vergleich nehmen kann, ist einfach nur die Linie als solches, also wo du sehen kannst, weil das wird einfach von der Kraftmessdose gemessen und das kannst du auf jeden Fall als Vergleich nehmen. Und man sieht, dass deiner untenrum tatsächlich stärker war als dieser hier. Ja, das können aber auch wieder andere Faktoren sein. Ne? Es kann sein, Luftmassenmesser, Vanos, dass einfach von unten rum nicht gut kommt. Und hier siehst du auch ein bisschen, dass der hier viel eher anspricht. Siehst du, hier ist ja bei 2000 Umdrehungen, hat er schon sein Drehmoment, bei dir war noch nicht, also der läuft ganz anders. Ne? Interessant auf jeden Fall. 190 PS, können wir ja sagen, nach 20 Jahren, bei der Laufleistung, kann man sagen, das Ding ist gut im Schuss. Ja, das kann man schon sagen. Ja. Aber es gibt, ich würde vermuten, trotz alledem ein Problem, wenn es auch kein großes sein muss, aber ich würde sagen, guck mal, jetzt in dem Bereich hier zum Beispiel sind 30 Newtonmeter Unterschied. Oder hier sind 85 PS, hier sind 97. Mhm. Also siehst du, also hier schon gerade so im Bereich zwischen 3.000 und 4.000 war deiner deutlich stärker. Ne? Ja. Wir machen noch eine Messung nur mit dem 5. Ganz anderes passiert. Was denn? Ich habe ja gerade deinen. Ach, wir haben jetzt mit meinem Wir müssen erst wieder zurück. So, und jetzt müsste eigentlich, jetzt rechnet der mit der richtigen Übersetzung und so weiter. Ja, hier rechnet der das. Dein vierter Gang war kalibriert. Guck mal, das ist ja fast gleich, also nur ein bisschen besser. Genau, ist jetzt insgesamt ein klein bisschen stärker geworden. Also das heißt, Reproduzierbarkeit ist da. Aber ich glaube, dass der undicht ist und Falschluft zieht, weil. Wenn du jetzt auch du drehst bis Begrenzer und gehst vom Gas und dann fängt der Leerlauf richtig an zu sägen, ja richtig krass. Ja, das müssen wir uns die anschauen. Die werden ja undicht Kurbelgehäuse in Lüftung, die werden undicht an dieser Klappe, die werden undicht an der Drosselklappe. Leerlaufstelle kann auch undicht sein, hinten die Schläuche, also können sehr viele Möglichkeiten sein. Genau, also das sind so klassische Dinge, wo die so undicht werden können. Da haben wir dieses Problem, weil er nicht sofort Gas annimmt. Brauchst du jetzt auch nicht, aber das hier müssen wir ändern. Ich habe ja was vor damit, aber bevor wir das machen, werde ich gucken, wo er Falschluft zieht. Wir sehen uns auf jeden Fall ein paar Tagen wieder. Es wird sich auf jeden Fall hier was ändern. Mehr sage ich dir nicht. Da willst du den Vergaser ein bisschen frisieren? Ja, wenn wir sehen, was wir machen. Mit dir ist unfällig, wenn ihr irgendwas braucht. Chiptuning. Ja, dann meldet euch. Mit dir, wir sehen uns, wenn ich im Umbau finde. Wird nicht lange dauern, ne? Weiß ich jetzt schon. Ja, ich weiß. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.